möglich. Die schmierige Sprechanlage wurde offensichtlich schon seit Jahren nicht mehr sauber gemacht. Knopf drücken. Let me guess. I saw assholes that shot my boys. Well, I'm not looking for a bullet in the face, so you can fuck right the hell off. Komm schon, McTavish. Zwing uns nicht, die Tür aufzubrechen. Mit seinem komischen Dialekt und seiner Sprechanlagen-Soundqualität verstehe ich kein Wort. We can you them wee numpty Sunlanders what came all the way from Arizona to suck the Patriarch's cock. But what happened to the rest of yous? Couldn't you tack the cold? Couldn't you drive on ice? Couldn't you swim? Hallo, Ennis. Ey, ich verstehe kein Wort. Ich gebe mir echt Mühe. Aber ich muss mitlesen, glaube ich. Du scheinst viel darüber zu wissen, was uns zugestoßen ist. Hast du irgendwas mit der Sache zu tun? Ah, no, I don't know how I did with that. I just heard a bit. Okay. Just heard a bit. Wir haben Informationen darüber, dass du für die Dorseys gearbeitet hast. Information is that what I did? Or maybe it's just some shit you heard. Like my babag, you flatland hicks. I'm under Farnbrago's protection, so you can't touch me, pal. Ich find den super. Und wir, warte mal, ich muss das kurz durchlesen. Echt, also wenn wir dich jetzt erschießen... Ja, das nehmen wir, das ist gut. Echt? Also wenn wir dich jetzt erschießen, würde Brigo aus dem Nichts erscheinen und unsere Kugeln aufhalten? Das wollen wir doch mal sehen. Aber nicht, dass dann der Kampf losgeht. Nee, bestimmt nicht. Hä? Sonst würde Angreifen daneben stehen. If you shoot me, then he's gonna... Ah, what a load of shit. This ain't fair. Everybody shuts on me, everybody. Okay, okay. Looks like you got me at a disadvantage, so let's make a deal, eh? You piss flaps drop me enough to skip tune, and I'll tell you what I can. Was? Jetzt will der $500 von uns. Ich glaube, du bist nicht in der Position. Ah, verdammt, ich bräuchte bessere Tauschhandelskills. Come on. Okay, entweder du redest jetzt mit uns oder wir bringen dich zum den Marshals. Die Entscheidung überlasse ich dir. Ah, damn the hell. I'm not going by the stocks, no way. Fine, I'll spill your muggy desert trash. Okay, yeah. I let the Dorseys in the city. And I'm glad I did. Least I could do after the Patriarch put me in the pillories. Asshole froze my bloody face off. I got a career worm and no should be. Of course I wanted some revenge. Wouldn't you? Oh, erste Hilfe kann ich auch nicht. Ich brauche erste Hilfe furchtbar. Okay. Was ist das eigentlich für ein Akzent, den du da sprichst? Ah, that's Scottish. I'm Scottish. See, Scottish plate, Scottish logo, everything Scottish. The MacTavishes were the kings of Scotland once again. Das soll schottisch sein? Du klingst, als hätte man dir eine Socke in den Mund gestopft. Scottish. I learned it from a video of Braveheart, which was right there when they made Scotland. It's gotta be right. Cause I found the tape in a burnt out car, so it could be a wee bit warped. Na gut.
Also, um dich am Patriarchen zu rächen, hast du die Dorsis in die Stadt gelassen und sie Dutzend unschuldige Zivilisten töten lassen. Habe ich das richtig verstanden? I didn't know that's what they were gonna do. I just thought they were gonna kill Buchanan. Hat Brigo irgendwas mit dem Angriff der Dorseys zu tun? What? No, no way. Why would they think that? Mr. Brigo had nothing to do with nothing. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf was sich die Dialogzeile bezieht, ehrlich gesagt, aber ich sag sie trotzdem mal. Oh, verdammt, was hast du getan, dass du das verdient hast? I know, right? Nein, ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Was hast du getan? Ach so, dass du deine Nase und deine Ohren verloren hast. Oh, well, I was buying some wholesale medicine for Gadzi when all of a sudden the marshal jumped out of nowhere and grabbed me. Say I'm buying me intent to sell or some shit. I tried to tell him, I'm no selling it. I'm getting out of war with every purchase of an oil change at my shop, but the barbags can't see the difference. So they dragged me off to the pillories. I mean, I busted for charity, I ask you. 99% sure those guys took my buy and sold it themselves too. Fucking marshals, they should stay on the inside of the law. Willst du damit sagen, dass die Marshals korrupt sind? Are you kidding me? This is a bare shot in the woods. Of course the Marshals are corrupt. They work for the Patriarch, don't they? And he's the most corrupt tallywash of them all. You think he's the great feather who takes care of the people of Colorado? Ah, that's shite. He takes care of the people who take care of him. That's it. Now the rest of us peons are just here to keep the machines running. That's why I ended up working for Brego. Now, he's a crook too, but he doesn't pretend he's no. No like some people I could name. Na gut, wir haben genug gehört. What are you gonna do with me? Ich muss ihn einfach nur für meine Sammlung verhaften. Das hilft eh nichts. Viele Leute würden dich gerne tot sehen. Im Moment ist das Gefängnis der sicherste Ort für dich. Nimm ihn quasi in Schutzhaft. So, so, na gut. So kann man es natürlich auch hinbiegen. Custody, you hears! Didn't I tell you what you want to know? You fucking love it all the same! Ja, aber komm, ohne Scheiß. Es sind wirklich ganz viele Leute wegen dir gestorben. Ich kann dich nicht einfach so jetzt gehen lassen. Du bist offensichtlich ein bisschen crazy. Copy November 1. This is Ranger HQ. Go ahead. Genau. Ich übergebe ihn aber, weil ich so nett bin, nicht an die Marshals, weil die würden ihn wieder irgendwo festbinden und erfrieren lassen. Ich nehme ihn mit ins Ranger-Hauptquartier, wo er nach Ranger-Regeln fair behandelt und eingesperrt wird bis ans Ende seiner Tage oder so. Ich weiß es nicht. Wir haben McTavish festgenommen. Wir brauchen ein Ranger-Team, um ihn abzuholen. Copy that, Team November. Arrest Team from HQ is en route. Na dann, plündern wir noch ein bisschen. Spind. Achso, oder Verbandskastenkiste. Spind. Munition. Spind. Oh, Notiz für McTavish. Es sieht so aus, als ob jemand diese zerknitterte und ölverschmierte Notiz in einem Wutanfall zerknüllt hätte. Privat, nicht abspielen. Nur für Clan McTavish bestimmt. Scher dich zum Teufel, du Arsch. The name's McTavish. And I'm from Glasgow, we. Shit. That's not it. Lick me, Bobby.
did you jammy get? Hey, you've a face like a scalped horse, you Dobar. Aye, that'll do. Okay, Diskette mit Bart's Tale. Der RPG-Klassiker überhaupt. Eine Diskette mit dem Computerspiel Bart's Tale für Apple Plus. Und? Aha, permanente Mechanikerhöhung plus 1. Sehr schön. Der Hinterhofmechaniker. Maschinenbau für einen Sonntagabend. Fallen Crusader kriegt plus 1 permanent Mechanik. Katsching! Sehr gut. Ist jetzt schon echt gut mechanisch unterwegs. Und auch gut verrückt wissenschaftlich unterwegs. Einfach gut unterwegs. Ah, und einen Sprint haben wir noch. Mit Schnaps. Na, meinetwegen. Ah, und ein bisschen Munition kann man immer brauchen. Ich hatte zwar bis jetzt wirklich noch nicht mal ansatzweise Munitionsknappheit, aber Schaden tut es ja ganz bestimmt nicht, wenn man mehr hat. Na dann. Ende gut. Alles gut. Colorado Springs erlebt ein wachsendes Problem mit den Flüchtlingen, die vor den boshaften Warlords fliehen, die über die östlichen Ebenen regieren. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt in die östlichen Ebenen und verhau die Warlords und dann sind alle glücklich. Team November, come in. Ja, hallo? Hier ist Team November, was geht? Yeah, I got Ms. Wong. Manager at the Sands Lux Apartments on the line. And this one might actually be something. Says she's got a tenant who might be making bombs in... Shush, shush, shush. Let me talk to them. You're leaving out important details. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something. I know it. Die Rosie Wong. Okay, wir sind gleich da, Ma'am. You will? Oh, I knew you guys were better than the Marshals. Come to the Sands Lux Apartments, now! That loon is liable to blow the whole place sky high! Sorry, November. Over and out. Huh? What do you mean by sorry? Ach ja. Das Spiel ist witzig. Na gut, wo sind gleich nochmal die Apartments? Ich bin schon dran vorbeigelaufen, aber hab keine Ahnung, wo die waren. Ich hoffe, dass das irgendwo... Ah, wo waren denn die? Ich meine, so groß ist es hier eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich, ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Jetzt passt mal auf. Nee, hier gibt es keinen Ausgang, das kann nicht sein. Hey, Moment mal. Kann ich vielleicht mittlerweile schon besser ein Schloss knacken? Okay. Eine Granate. Spritzen. Da ist offensichtlich ein Stuhl aus Menschenknochen. What? Naja. Eine Vernehmung. Die Kassette ist leer und scheint ziemlich abgenutzt zu sein, als ob sie viele Male überspielt worden wäre. Ich dachte, die ist leer. Ach so, es steht nichts drauf wahrscheinlich. Fucking Highlander! Done told you them gates were left open! Then who
So, wir haben einen neuen Mod für neue Beine. Ich baue die einfach mal hier ein, weil im Endeffekt ist es ja wurscht, wer es hat. Ups. Das habe ich jetzt aber vermasselt. Aber jetzt passt's. Gut. Ja, ich bin richtig. Hier sind die Apartments. Schauen wir doch mal. Ich bin mir sicher, dass hier niemand Bomben baut. Aber schauen wir mal rein. Ja, this is the Sans Lux Apartments. Who's there? It's a me, Wastelanders, Rangers. Die Desert Ranger. Wir wollen mit Wismong sprechen. Okay. Ab in die Apartments. Schauen wir mal, was wir da drin alles so finden und treffen und in wie viele Räume wir gehen können und wie viele Figuren und Charaktere und Geschichten da auf uns warten. Die Sunlux Apartment bieten die besten, preisgünstigsten Unterkünfte in ganz Colorado, glaube ich. Rosie Wong erwartet euch schon, eine Zigarette rauchend. Als sie euch sieht, lächelt sie. Ihre Zähne haben die Farbe von Karamell. I can't believe you came. Those goddamn marshals never come. They think I'm a pest. I'm vigilant, is what I am. V-I-G-I-L. Sie nimmt einen tiefen Zug. A-N-T. Anyhow, I hope you're ready for trouble, Rangers. Cause I got a situation here. Oh, come on, Rosie. I always came when you called, didn't I? You're with the Rangers now, Quan? Well, you were one of the better ones. I'm glad you're out of that martial racket. Okay, was ist eigentlich dein Problem mit den Marshals? They're bought and paid for. Sure as hell never help ordinary citizens, let me tell you. Unless you pay them extra, but I never pay anybody until they earn it. Das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass die Marshals korrupt sind. Insofern, na, verdächtig. Anscheinend sind die Gesetzeshüter des Patriarchen nicht so sauber, wie sie sich präsentieren uns gegenüber. Und sie präsentieren sich nicht sehr sauber, muss man sagen. Aber gut. Warum halten die Marshals dich für eine Pest? Because I ask them to do their job. They hate that, the lazy, fat-ass carbuncles. If they never did a lick of work in their lives, it would be too much for them. Ugh. Um welchen Ärger geht es? The guy in room 3, Irv. He's not supposed to have anybody else living there, but I hear voices in there all the time. They're always banging on stuff, and I can smell burning and bleach, and I don't know what else. Make him stop it or throw him out. Either one is fine with me. Bist du mal in das Zimmer reingegangen? I can't. The shifty bastard's put his own locks on the door. That's how I know he's up to no good. Apartment room 3. End of the long hallway. The door's on the right. I know he's up to something. I just know it. Okay, Rosie. We got it.